Herr Dr. Overkamp, Sie haben gemeinsam mit Novartis Oncology die App Nierenzellkarzinom transparent entwickelt. An wen richtet sich diese App? Wer ist die Zielgruppe? Ja, sie richtet sich an verschiedene Zielgruppen. Das sind zum einen ganz sicher Assistenzärzte in Urologie und Onkologie in Weiterbildung, die diese App sehr gut nutzen können, um das Erlernte zu überprüfen, um auch im klinischen Alltag Hilfestellungen zu bekommen. Aber sie richtet sich auch an Experten, die schon vieles wissen und täglich mit der Erkrankung umgehen, die aber die App zu Schulungszwecken nutzen können. Sie eignet sich auch, so sehe ich es, an verschiedenen Stellen im Alltag. Man kann sie in der Tumorkonferenz nutzen, man kann sie tatsächlich in der Sprechstunde nutzen, um sehr schnell mal etwas nachzuschlagen. Denn letztendlich ist das Hauptanliegen und der Hauptcharme dieser App, dass sie eine sehr akademische App geworden ist. Sie umfasst das ganze Leitlinienwissen von 5 nationalen und internationalen Leitlinien. Und 30 Experten aus Uro-Onkologie und internistischer Onkologie haben sie sozusagen auf Herz und Niere im wahrsten Sinne des Wortes überprüft. Können Sie einige Beispiele nennen, was diese App im Detail bietet? Die App bietet im Grunde das ganze Spektrum von Diagnostik und Therapie zum Nachschlagen in einem sehr modernen Format. Ich glaube, es ist zurzeit im medizinischen Bereich eine der innovativsten Apps, die auf dem Markt sind. So etwas wie Therapiemanagement oder Nebenwirkungsmanagement, aber auch Wechselwirkungen, ganz wichtiges Thema. Je mehr Antitumormedikamente auf den Markt kommen, umso wichtiger ist es auch, sie mit Begleitmedikamenten abzugleichen, die Patienten wegen anderer Erkrankungen noch zusätzlich bekommen. All das können Sie dort mühelos mit wenigen Klicks sozusagen nachschlagen. Unter den Tools gibt es aber auch zum Beispiel so etwas wie die Scores, die wir brauchen, um Risiken abschätzen zu können und um die Medikamente richtig indizieren zu können. Ist die App denn herstellerunabhängig? Sprich, bekommt man Informationen zu allen Medikamenten, die im Bereich Nierenzellkarzinom verschrieben werden? Ja, das ist so. Die ist herstellerunabhängig. Die App ist zwar von Novartis Oncology initiiert und unterstützt worden, aber sie ist völlig unabhängig. Es sind alle Medikamente gleichermaßen und gleichberechtigt und gleichgewichtet vorhanden. Das ist sehr schön, deswegen ist sie ja wissenschaftlich so hochwertig, weil sie das ganze Spektrum der derzeitigen therapeutischen Möglichkeiten beim Nierenzellkarzinom abbildet. Wo und wann bekommt man die App? Man kann sie downloaden im App Store oder bei Google Play oder wie das heißt. Und man muss ein DocCheck-Passwort eingeben, um sich als Arzt zu identifizieren. Approbation reicht, aber das muss zumindest nachgewiesen sein, um diese App dann auch nutzen zu können. Können Sie generell eine Einschätzung geben, wo Deutschland steht bei der Verwendung von Online- und App-basierten Tools? Wie reagieren die Ärzte darauf? Ich glaube, Deutschland steht ganz am Anfang noch in dieser Entwicklung. Und insofern hat die App aus meiner Sicht schon eine gewisse Vorreiterfunktion. Ich kenne keine so akademische App, wie gesagt, im medizinischen Bereich. Ich glaube, dass das in den nächsten 10 Jahren insgesamt ein deutlich wachsender Markt ist. Die E-Health-Unterstützung der medikamentösen Optionen, gerade auch in der Krebstherapie. Der Wissenszuwachs in der Onkologie ist so gigantisch, dass wir auch moderne Online-Tools brauchen. Ich persönlich bin sehr überzeugt, dass in 10 Jahren für viele Indikationen und für viele Probleme in der Onkologie Apps existieren werden, die man sehr schnell im Alltag über Smartphone und Tablet nutzen kann. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Sehr gerne.